Ab Bergstation Thurn geht es hoch Richtung Schönbühl. Heute war ich nicht alleine unterwegs. Barfuß war ich aber wie fast immer der einzige Wandervogel. Mit jedem Höhenmeter wurde die Aussicht prächtiger. Bei diesem Aufstieg hat es für etwa 200 Meter einen Teerbelag. An Kirchen und Kapellen kann ich nur sehr schlecht vorbeigehen, ohne mal kurz reingeschaut zu haben. Noch 45 Minuten bis Schönbühl. Es wird etwas steiniger, aber barfuß dennoch problemlos zu meistern.
hinabgezogen und suchte Glück und sucht es weit. Es hat mein Suchen mich betrogen und was ich fand, war Einsamkeit. Ich hörte, wie das Leben lärmte, ich sah sein tausendfarbig Licht. Es war kein Licht, das mich erwärmte und echtes Leben war es nicht. Und endlich bin ich heimgegangen zu alter Stell und alter Lieb. Und von mir ab fiel das Verlangen, das einst mich in die Ferne trieb. Die Welt, die Fremde, lohnt mit Kränkung, was sich umwerbend ihr gesellt. Das Haus, die Heimat, die Beschränkung, die sind das Glück und sind die Welt. Eine Flasche Apfelmost und eine Portion Alpler-Makaronen genieße ich auf der Terrasse des Berggasthaus Schönbühl. Die Aussicht ist wunderbar, der weitere Wanderweg herausfordernd. Ich erreiche den höchsten Punkt dieser Wanderung auf 2107 Metern. Der Weg führt mich weiter über den Grat der Rückeneck.
Heute werden die Fußsohlen gefordert und dann auch wieder umschmeichelt. Jetzt geht es nur noch nach unten und dort unten das Ziel, die Touren. Dort bin ich gestartet und dann auf dieser gegenüberliegenden Hangseite rauf. Da sieht man das Dörfchen, in welchem ich diese Kapelle noch besucht habe. Dann bin ich darauf über die Alpweiden bis da hinauf ins Schönbühl, das Aussichtsrestaurant mit dieser prächtigen Aussichtsterrasse. Dann nach der Rast im Essen ging es weiter dadurch. Man sieht da den Weg entlang dieses Schönbühlhangs. Dann, jetzt kommt noch eine Biene. Dann über diesen Hügel rauf. Und runter. Und jetzt bin ich da heruntergekommen. Das ist das Mändli. Und dort drüben, da sieht man noch diese Lücke, welche ich auch schon begangen habe. Das ist ein Pass bei diesen drei Strommasten. Und dort unten, man sieht es da. Das ist die Fluonalp. Auch dort hat man die Möglichkeit, etwas Gutes zu essen und sich mit Getränken zu erfrischen. Unten sehen wir den Sarnersee mit Giswil und den umliegenden Gemeinden. Ich glaube, unten ist dann Sarnen dort. Und dort weiter, ganz vorne, wenn ich jetzt den Finger noch wegnehme, weiter ganz vorne, noch ganz schwach erkennbar, der Vierwaldstättersee. Also ein prächtiges Wandergebiet hier oben. Nicht immer einfach für bare Füße, aber für etwas geübte Barfüßer ist das ein wunderschönes Gebiet hier. Auch sonst kann man natürlich hier wandern gehen, normal mit Schuhen. Das ist ja kein Problem. Hier hat es sehr viele Wegmöglichkeiten. So, es geht weiter runter Richtung Touren. Das sieht auch noch etwas steil aus hier. Mal gucken, wie ich da klarkomme. Ich hoffe, wir sehen uns später. Tja, unverständlicherweise Weidezäune mit Stacheldraht. Das müsste nicht sein. Wildtiere verletzen sich an diesem Stacheldraht. Und es macht absolut keinen Sinn. Also, es ist wirklich nur dumm. Tja, und hier wieder ein Weidezaun. Der Stacheldraht, der liegt jetzt hier am Boden. Perfekt zum Draufstehen. Also wenn man schon solche idiotische Zäune machen muss, dann sollte man sie wenigstens auch pflegen.
Ja, Flügel müsste man haben. Kann man in die Höhen steigen und die Thermik genießen. Ah, die schöne Aussicht. Wunderbar. Ja, es sieht halt immer etwas gleich aus. Ich habe es ja schon zwei, dreimal gezeigt, aber es ist so schön. Da darf man es auch noch ein viertes und fünftes Mal anschauen. Der Weg biegt nun nach rechts ab Richtung Thurn, noch 50 Minuten bis zur Bahnstation. Toller Schmetterlingspfad. Da ist auch nicht drin, was draufsteht. Tja, der Schotter ist einer alten Teerstraße gewichen. Also schnell wieder Schuhe ausziehen und weitergehen. Weit ist es nicht mehr. Damit man zur Luftseilbahn kommt, muss man diese Treppe rauf. Und da wurde extra etwas Nettes für die Barfußgänger montiert. Solche Rasenteppiche auf diesem Gitterrost machen das Treppensteigen richtig angenehm. Der Fahrkartenkontrolleur wird auch hier eingespart mit einem solchen elektronischen Fahrkartenleser. Die Fahrkarte habe ich in der Gesäßtasche, muss sie zuerst hervorkramen und dann kann ich mich da selbstständig in den Warteraum begeben. Den Abschluss dieser Wanderung macht die Talfahrt mit der Luftseilbahn Lungern-Thurn, welche 2016 komplett revidiert wurde. Die Höhendifferenz beträgt 829 Meter. Die Fahrt erstreckt sich über eine Länge von 1,76 Kilometern. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 7 Meter in der Sekunde und die Fahrzeit dauert 4,91 Minuten. Mit der Bahn können 40 Personen mitfahren. Die Förderleistung beträgt 400 Personen
pro Stunde. Als ich hier runterfuhr, waren gerade mal mit mir eingerechnet 5 Personen an Bord. Und nun viel Vergnügen mit dieser Fahrt, eine sehr vergnügliche Fahrt, und ich bedanke mich schon jetzt fürs Zuschauen und wünsche euch selber wunderbare Wanderungen.